jetzt einfach mal ingame. Wir haben so viel Zeit, wir können auch so viel sinnieren über dieses Spiel heute. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wie? Wir haben heute Zeit? Das überrascht mich. Ein bisschen. So, ich, du bist mal kurz alleine. Ich möchte mich gerne setzen. Ich muss mir einen Stuhl holen. Ich muss das jetzt abnehmen. Kein Problem. Klinge ich jetzt eigentlich besser? Ich habe gerade schon gelesen, dass ich eine sehr tiefe Stimme hatte gerade eben. Das sollte jetzt eigentlich gefixt sein. Ich hoffe es, weil mein Mikro hat immer wieder mal so kleine Macken. Das ist so, hat so schlechte Laune. Und gerade an so einem Freitag hat das super schlechte Laune. Obwohl es sehr sonnig ist. Ja, Split, freue ich mich direkt als erste Map. Dann lasse ich mich definitiv überraschen. Und wie gesagt, MyTech kann man ja gestern schon mal ein bisschen spielen sehen, im Gegensatz zu den Playing Ducks. So. Da freue ich mich dann drauf. Hi, bist du ready? Bist du wild? Ich bin voll am Start. Oh, verdammt, siehst du? Von wegen, ich bin voll am Start. Den ersten Go mal direkt richtig schön verpasst. Tap jetzt aber gerade schon auf dem Weg über die Ropes. Richtung A-Heaven. Hat auch noch ein bisschen Platz, wird weggewallt. Glückwunsch. Das ist die schlimmste Situation in diesem Spiel, ne? Wenn du denkst, ja, vielleicht habe ich ein gutes Timing, einen guten Move, und dir wird einfach diese Ice Wall vor der Nase hochgezogen. Es gibt nichts Schlimmeres. Ja. Ein einfaches 1-0 an dieser Stelle. Einfach mal kurz drüber marschiert. Okay. Aufbau wieder vor A. Ist auch interessant, um ehrlich zu sein. Zwei Runden direkt hintereinander, straight Richtung A. Ich meine, wenn man jetzt... Okay, ja, okay, ich kann es verstehen. Vielleicht aufgrund des ersten Mals was Gutes oder direkt geholt zu haben, ist das eigentlich sehr, 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 sehr smart. Aber du hast halt super viele Close Positions da, die du up-aimen kannst, beziehungsweise wie auch hier jetzt. Zweimal mit einer Shorty da close stehen. Das hast du vielleicht in der Mitte nicht so extrem, gerade wenn die Spawnpoints so weit hinten sind. Also eigentlich ein riskantes Unterfangen. Gute Flash. Kill kann nicht gesetzt werden. Elbora noch mit dem Kill. Und wieder die Ice Wall. Ich werde das Gefühl auch nicht los, dass wir das nicht das letzte Mal gesehen haben, dass er da schiebt und dann die Ice Wall hochgezogen wird. Retake jetzt über Upper von beiden. Es wird nochmal rausgesmoked. Es kommt nochmal das Eis nach. Also schlechtere Situation kann man kaum haben. Die Ice Wall sitzt übrigens auch nicht so ganz perfekt. Also das ist noch nett ausgedrückt. Da kommt man auf jeden Fall durch. Was aber nichts daran ändert, dass sie ein bisschen Fokus immer wieder rauszieht. Ja, der Retake, der ist... Also da brauchen wir nicht drüber reden. Der wird nicht passieren. Schuh, Hallöchen. Zwei das Fracks. Zum Thema Hitboxen. Ja. Kann man gerne dran anschließen, ne? Das war halt relativ wenig Zeit, um meine Sicht der Dinge dann darzulegen, und das war auch schwierig, das jetzt in so wenigen Sätzen zu machen. Dafür bin ich aber bekannt, dass ich viele Sätze brauche. Ja, ich bin mir sicher, wir finden heute noch Zeit, Matthias. Also da, irgendwo dazwischen. Ja. Also nicht jetzt, willst du damit sagen, ja? Also du, zwischen Sparrunden können wir das ja machen. Ja, da hast du recht. Aber jetzt wird es erstmal äußerst interessant. Ja. Mitte wird aufgebaut. Ein einfaches 1-0 an dieser Stelle. Oh, ich höre mich. Ich höre dich auch. Also nochmal. Ja, ich höre dich auch. Aus der Vergangenheit. Zurück in die Zukunft, heute mit Maase. Eigentlich zurück in die Vergangenheit dann, na egal. Aber komplett Mitte an... Das ist auch jetzt mal interessant direkt zu sehen von MyTech. Die haben die Mitte zu dritt, zu viert fast angespielt und spielen instant eine Rotation und stellen nur den Cypher in die Mitte ab, um so ein bisschen zu backstabben. Dafür ist der Cypher ja eigentlich perfekt gemacht. Der ist ja in Defending, hat er ja eher seine Stärke. Was Attacking angeht, ist halt schwierig. Du kannst ein paar Fallen setzen, kannst so ein bisschen als Scout agieren. Deswegen ist dieses Backstabben super für so einen Cypher. Also jetzt, klare Struktur. Jetzt auch ganz viele Infos eigentlich schon vorhanden auf Seiten der Playing Ducks. Das werden sie nicht durchziehen. Das dauert schon viel zu lang. Die Rotation ist auf jeden Fall da. Sie stellen aber jemanden ab. So sieht es zumindest im Moment aus. Jannis darf da mal noch alleine bleiben vor B. Wird da wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen Action machen. Und ganz tolle Information natürlich jetzt an dieser Stelle von Cypher bei MyTech. Weil er die Mitte einnehmen konnte, konnte er sagen, okay, kommt mal zur Mitte rüber. Und jetzt wird es ein B-Split werden über Heaven. Interessant jetzt hier, wie Playing Ducks das Ganze aufhalten möchte. Tap erstmal veraimt. Wenig Damage gesetzt, heilt sich jetzt erstmal natürlich selber. Und Jannis kommt währenddessen rausgepusht von Lang. Wird aber geholt von Tap bis jetzt. Richtig gut gemacht. Und da ist Kuba. Last Man Standing jetzt noch gegen 3. Das wird schwierig noch zu gewinnen, vor allem 7 Sekunden. Das muss er schnell machen. Schafft er nicht. Billy mit dem Frag. Erste Runde für die Playing Ducks.
Ich fand die Idee echt gut von MyTech, um ehrlich zu sein. Ich fand nur die Umsetzung im Nachhinein ein bisschen schwammig. Ja. Weil sie sind ja aus einem 1-4, also 1-4-A, beziehungsweise im Gulag, wie man so schön sagt, mit 4 in der Mitte angespielt, dann Richtung B rotiert mit 4 Mann, einen in der Mitte abgestellt und dann aber nur einen vor B positioniert und zu viert über Mitte. Ja, fand ich auch glaube, seltsam. Ich wäre dann wirklich eher mit 2 an B lang durch, dass man da halt auch da eine Refrag-Situation hat, falls was passiert. Und 3 Mann reicht immer noch über Upper zu splitten. Hätte ich anders gespielt, so ein Split ja, in dem Fall. Generell war die Idee und der Ansatz aber sehr, sehr gut. Ui, und Billy. Das war ja sehr, sehr gut getimt von MyTech. Ja, da liegt ja eine Smoke, da kann ich schnell crossen. Mhm. So, jetzt kommt hier ganz schnell das Schieben zu A. Nur Jannis wird wieder abgestellt für den B-Spot. Bleibt Mitte. Soll dann noch ein bisschen was alleine machen. Bisschen Infos ziehen vielleicht. Da kommt nochmal eine Smoke für Ropes, für A-Connector. Ja, Jannis soll einfach noch ein bisschen leer machen, dass die halt denken, dass da noch irgendwie ein bisschen was ist. Aber El Bora hat es jetzt schwer hier an A, ist im Moment alleine, muss das alleine aufhalten. Einen Frag konnte er noch machen, jetzt braucht er ganz schnell Hilfe von Duffy. Der kann auch nicht viel machen, ne? Der hätte vielleicht den Robot noch runterschicken können. Parallel zur Flash oder die halt oben werfen können, den Robot. Das wäre noch eine Option gewesen. Jetzt hat er wenigstens aber die Info, dass links am L was steht. Damit ja, kann er nur nicht viel anfangen. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja relativ logisch, ne? Wenn die den Spot eingenommen haben, dass da jemand links steht. Ich glaube, der Robot oben, der hätte noch mal ein bisschen für Verwirrung gesorgt und Hilfe für El Bora um Spot nach seiner Flash. Das hätte man vielleicht machen können. Auch schöne Falle an der Base. Und die ist ganz, ganz fies, die Falle. Aber die Trap gefällt mir auch wieder gut, also damit wieder ein bisschen Raum eingenommen. Ja, und Tap ist wieder derjenige, der zwar einen Frag macht, aber einer reicht dann letztendlich nicht aus. 3-1, MyTech holt hier direkt die Anschlussrunde und sowas ist natürlich immer ganz böse fürs Geld. Ja. Und die Moral, ne? Du denkst, du hast jetzt reingefunden direkt, kannst aufschließen. Ja. Auf geht's! Das wird schwierig noch zu gewinnen. Auf geht's, ab geht's und dann geht's wieder bergab. Schafft er nicht. Billy mit dem Frag, erste Runde für die Playing Ducks. Da waren wir schon. Aber hast du vollkommen gut gesagt, Matthias? Danke nochmal. Der Matthias aus der Vergangenheit, der hat noch nie gelogen, Matthias. Hat er nicht. Hat er wirklich nicht. Nee, hat er nie. Das ist jetzt eine Cam? Ja, die Cam, ne? Die ihn getroffen hat. Ja. Die Cyber-Cam. Epoxa mit der Sheriff. Ja, Sheriff, ne? Du bist kein Freund der Sheriff. Ich war in den ersten Spieltagen, war ich ein sehr großer Freund der Sheriff, aber ja, sobald du halt das Feuertiming ein bisschen erhöhst, ist sie halt super unpräzise und das passiert halt nur in Stresssituationen. Ich muss sagen, ich bin in so Mini-Buys wirklich dann eher ein Fan von der Ghost einfach. Ja. Aber du hast den Clip von Rax ja schon gesehen gestern, ne? Ja. Das ist aber, ja, da sind wir wieder beim Thema Lotto spielen. Also Rax hätte gestern Abend auch direkt noch ins Lotto-Toto-Studio fahren können. War sehr schön. Aber das macht er vielleicht auch noch ein zweites Mal, ja, aber trotzdem ist diese Accuracy nach dem zweiten oder nach dem ersten Schuss, wenn der erste nicht sitzt, halt mit der Sheriff so eine Sache für sich. Der Clip ist einfach geil. Da ist wieder Jannis, da kommen wieder die Pfeile über die Map. Da geht er dir schon wieder auf den Sack. Ja, im Positiven natürlich. Runde 5 und schon Schnauze voll. Ich bin wieder angetätet, ich möchte eigentlich schon wieder gehen. Und ich spiele nicht mal mit. Schöner Push jetzt in die Ropes. El Bora mit ganz großen Schwierigkeiten an dieser Stelle. Schuh kommt da auch noch ums Eck. Billy ist zwar noch da für Heaven, defensiv. Aber sie variieren es auch gut, MyTech gerade. Also dann spielen sie die Mitte an, dann spielen sie wieder ein bisschen B an. Und wir sind wieder bei deinem Lieblingsding von gestern, Commitment. Die haben einen klaren Plan und die gehen halt, also du siehst halt nirgendwo einzeln einen draufgehen. Sie spielen ihre Executes in der Regel immer mit 3-4 Mann auf jeden Fall. Also eben war es ja ein 4-1er-Split. Also 3 Mann siehst du immer sehr, sehr eng beieinander für Frag, Refrag. Auch jetzt wieder. Das Timing passt da. Ich meine, solange du keine Frags kassierst, ist das natürlich auch relativ einfach. Aber das sieht sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr strukturiert aus. Vielleicht auch gestern nochmal die Demo angeschaut, beziehungsweise das VOD und daraus was gezogen. Flawless. Yes, ja. Ja, aber mit so viel Kuba-Support im Chat ist das natürlich auch überhaupt gar kein Problem.
Obwohl er bisher, also das soll jetzt keine Schmälerung und ich will mich auch nicht unbeliebt machen. Man hat halt nur noch nicht so viel gesehen, weil vielleicht andere bisher rausgestochen sind. Aber er hat aber auch eine Klasse mit, ich glaube, er spielt Brim, ne? Kuba? Kuba ist Breach. Ja. Ah, Breach, okay, dann nevermind, da habe ich nichts gesagt. Aber mir wurde ja schon gesagt, dass man auf sein Aiming achten soll. Also da bin ich dann vielleicht ja im Verlauf des Abends dann doch nochmal gespannt. Das ausgelöst. Ja, gestern also ja ein, zwei Mal ordentlich explodiert, kann man sagen. Aber wenn wir hier aufs Scoreboard gucken, Jan ist gerade richtig schlecht, ne? Wenn du das hörst, ja, das ist natürlich jetzt nicht so gemeint. Gefällt mir. Nein. Guck mal, aber jetzt auch wieder, ne? Zu fünf wieder vor B. Mit die Sova. Mit Sova und. Janis, ja, das ist Sova. Ja. Oh, ja. Schönes Heulenfeuer. Gut getimed. Mit Zeit raus. Billy mit einem schönen Frag. Jan hat wieder genau das gemacht, was er einfach machen muss und soll, mit seinem Arrow Leute aufdecken. Noch ist das Spike nicht gelegt. 33 HP. Jetzt kommt da die Ultimate. Ja, abgebrochen. Boah, nicht geplantet. Aber es ist nur noch Billy. Und Billy wird rausgenommen von Kuba. Der beendet das Ding hier. 5-1. Immerhin mal wieder eine knappere Runde. Aber man hat auch einiges gebraucht. Um die knapp zu gestalten, ja, definitiv zwei Ultis rausgenommen damit auch, trotzdem Runde gewonnen, also die Brimstone-Ult rausgezogen, die Breach-Ult rausgezogen. Danach sah es eigentlich auch ganz gut aus, das war dann Refrag-Situation. Ja, und dann Kuba das One-on-One geholt. 5-1 ist sehr, 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 sehr solide auf der Angreiferseite für Split. Sehr, sehr guter Start für MyTech. Und ich glaube auch, natürlich neben Valorando ist das irgendwie, sagt mir mein Gefühl, dass die mit einer der größten Kontrahenten werden könnten heute. Ja, man hat mir schon zugeflüstert, dass Penta ja schon ganz schön krass sein soll. Aber er hat aber auch eine Klasse mit. Ich schließe nichts aus. Aber ich höre gerade deinem Vergangenen zu. Ist auch schön, oder? Ja, es hat was. Ja, ich höre mich auch besonders gerne selbst. Also ich bin da ein großer Fan von. Kannst du dir Sachen von dir selbst anhören? Natürlich, danach? Ich liebe meine Stimme. Ich hasse es, ich kriege Kopfschmerzen. Ich höre mir meine Casts zum Einschlafen an. Ja, auch nur dazu, ne? So, Billy mit einer überraschenden Position höchstwahrscheinlich. Die Info haben sie nicht gekriegt, wenn es da nicht den Peak gibt. Oh, 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 Billy! Ja, nee, leider nicht. Schade. Den Frag, den muss er halt eigentlich einfach machen. Wenn er die Pussy spielt, dann muss einfach der Fokus dann auch eben da sein in so einem Moment. Elbora, jetzt du. Ja, er hat gesehen, das ist close, aber auch da zu wenig Commitment. Da sind wir bei einem anderen Thema, das wir gestern schon angesprochen haben. Wenn du dann siehst, oh, okay, der ist nah, das weiß ich, dann musst du rum. Und dann musst du das Ding einfach drücken und nicht, dann guck ich mal, was er gerade macht. So, du musst einfach. Merkt ihr das eigentlich, wie Mase bei dem Thema Commitment komplett an die Decke geht? Ja, das ist, glaube ich, sein Kryptonit. Nee, mein Kryptonit sind Alibi-Peaks. Ach ja, oh, stimmt, das war ja das zweite. Ach, Jannis mit einem Pfeil, schön. Lang nicht gesehen. Natürlich, Jannis mit einem Pfeil. Nein, aber ich weiß schon, wie du es meinst. Man guck mal auf seine Stats, mit was anderem macht er ja keine Kills. Ich. Also, kurz die Cola hochgekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß, was du meinst, dieses Commitment, aber da sind wir halt auch wieder an dem Punkt, du liegst 6-1 hinten und das Spiel läuft halt auch gerade einfach nicht. Und du wirst halt nun mal einfach immer unsicherer in deinen Aktionen. Ja, aber darüber haben wir doch gestern auch gesprochen. Wenn du damit anfängst, dann kannst du gleich Konsole auf Exit, also in dem Spiel jetzt nicht, aber ne, Escape, Exit Game, yes, ich will wirklich. Und ja, das musst du lernen, voll bei dir, zu 100%. Da musst du durch. Guck mal, wieder zu 5B. Also da wird auch hier im Rheinland, sagt man, keine fisse Matenten gemacht. Da wird direkt draufgegangen. Also die da ist keiner, der irgendwie in Einzelduelle geht oder sonst was. Kannst du dir Sachen von dir selbst anhören? Natürlich. Jetzt kommt die Ultimate von Jannis. Also kein Hit gesetzt. Tap auch noch gut rausgemoved. War das Absicht, glaubst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, er wollte eher zumachen. Ihr
Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Jetzt der Go Richtung A. Geht in Deckung. Über die Ropes. Und Elbora kann da vielleicht noch was machen. Ja, den ersten Frag, da muss er aber noch einen machen. Und den macht er leider nicht. Elbora hat im Moment so ein bisschen die Arschposition, um ehrlich zu sein, auf dem A-Spot. Also du hast das Gefühl, auf ihn laufen immer 3-4 Leute auf. Mit wenig Support, den er da kriegt. Ja, die Frage ist, was willst du als Defender groß ändern? Vielleicht würde ich... Ja, du müsstest halt eine frühe Info sammeln, dass du vielleicht schon mal von hinten early was zumachen kannst. Weil aktuell ist es ja wirklich so, dass MyTech immer mit 5 Mann eine Seite einnimmt. Ob ihn das jetzt noch was bringt? Vielleicht. Nee, bringt die Waffe weg. Ist auch eine gute Entscheidung. Ja, aber vielleicht würde ich mal irgendwie zusammen A ausschließen oder B ausschließen mit einem... Warum nicht mit dem Cypher mal die B-Area einnehmen? Die B-Halle. Und zumindest da ein bisschen Kontrolle haben, dass man schon mal ein bisschen frühe Info hat. Und sie machen es gut, MyTech. Auf jeden Fall. Auch zusammenrennen. Also, gutes Teamplay. Noppi, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für diesen Kommentar. Ich bin ganz sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, das sagt doch nichts. Okay. Ich glaube, wir freuen uns da alle drüber, wenn Marcel zurück ist. Ich wollte gerade dazu sagen, jetzt, ich glaube, wir freuen uns alle, wenn du mal nicht irgendwas sagst. Wenn du mal ruhig hallo, bist. Hallo, Oma, der Schnauze. Meine Güte, das gebabbelt schon wieder. Kannst du mal aufhören jetzt? Ja, die Walls sind bisher noch nicht so schön. Oh, ja, na wohl, jetzt geht's doch. Knoten geplatzt. Vielleicht. Eigentlich auch nochmal eine gute Ult, ne? Ein bisschen... zu weit nach vorne gesetzt. Den muss er machen. Im zweiten Anlauf läuft es dann gegen Schuh. Ah, das könnte es werden. 2 gegen 2. Es ist noch genug Zeit da. Sie müssen nicht unbedingt. Jetzt wollen sie aber auch ganz, ganz dringend auf A drauf. Ich weiß nicht genau warum. Ist unnötig, das so zu pushen jetzt. Aber sie machen es. Kuba jetzt. Mit 100 HP, der ist noch voll. Der hat noch voll Armor, da ist alles am Start. Kriegt von Billy aber die Operator in die Seite. Ist aber auch nicht die beste Position für einen Operator. Jetzt hat sie ihm aber fast schon in die Karten gespielt vielleicht. Wenn der Call kam, letzter Operator, rechnest du, glaube ich, nicht damit, dass er am Spot hinten rechts in der Ecke steht mit der Operator. Sondern halt einfach eher irgendwo versteckt. Also, ja. Glück und Talent zugleich. Kunigunde sagt da tatsächlich ganz zu Recht, warum sehen wir ständig die POV von denen, die sterben. Ich muss mich an dieser Stelle ganz offiziell entschuldigen. Ich habe immer... Das ist jetzt einfach so ein Pech, das ich im Moment noch gepachtet habe. Ich hoffe, es wird noch besser. Das ist normal. Da kann man. Das ist halt Gamble, ne? Kannst halt mit den anderen 50% wieder auf dem anderen bist halt auch das Pech haben. Ja, siehst du da jetzt wieder? Jetzt habe ich nämlich gedacht, okay. Ich habe gerade wirklich so gedacht, ich habe die ganze Zeit auf die Defender eigentlich hauptsächlich, weil die machen eher die Frags, aber die wurden gerade immer überrannt. Und jetzt? Ja, es ist eine Glückssache. Das ist wirklich eine Glückssache. Aber die Ice Wall ist auch schon wieder nicht so hübsch, die da steht. Der Roboter dagegen ist schon ein bisschen nerviger. Wir haben währenddessen den Kontakt von Shu in der Mitte. Oh Gott, was ist denn da passiert? Wo hängt er denn rum? Apox ist vorgepusht. Und Shu wartet hier. So, jetzt ist hier die Frage, ne? Münzwurf. Wer von beiden? Shu oder Apox? Jetzt haben sie es gemacht. Und das finde ich wiederum gut, ne? Man hat gesehen, der A ist angespielt, da hat man früh schon mal irgendwie, oder man hat generell sehr früh B-Raum, ein bisschen Raum eingenommen. Das heißt, du hast da auf der Seite zumindest ein Infoplay und rennst nicht so einen 5-Mann-Stack rein, sondern kannst schon mal so ein bisschen rotieren und dich darauf vorbereiten. Ja. Denn das Problem ist wirklich aktuell, dass sie immer in die Einzelduelle gehen, egal ob es am B ist, da rennen 5 Mann drauf zu, oder Elbora auf dem A-Spot, wo 5 Mann drauf zu rennen. So, komm mal, du machst jetzt einen Frag, oder? Lass mich nicht im Stich, Junge. Mir fällt der Hintern ab, wenn der jetzt einen Pre-Fire-Shot kriegt. 1. Und dann kriegt er direkt. Weißt du, sowas dann? Ja, aber ist ja in Ordnung. So, Elbora, während das auf dem Spot. Janis ist da. Oh, das kostet viel Damage. Ja, das ist aber inzwischen auch wirklich viel Damage geworden. Sie verlieren diese Runde 7-3, die Playing Ducks, mit dem Anschluss. Fast den Humpen gemacht noch, der Janis.
Übrigens habe ich gestern auch nochmal mit Sudi gesprochen. Also es war wohl wirklich so, dass Humpen gestern nicht sicher war, ob er die Bombe da diffused bekommt, wenn er nicht in den Molly steppt. Ja, ich bin immer noch der Meinung, doch, hätte er. Ja, hätte er, glaube ich, auch, aber Erfahrungswerte. 1-4er-Split jetzt, also jetzt geht's wieder Richtung B. Ah, das müsste jetzt eigentlich, man hat jetzt gerade den A-Spot angespielt bei MyTech. Und da müsste Playing Ducks jetzt eigentlich auch mal ein bisschen Mut haben, um zu sagen, okay, die haben gerade A angespielt. Sieht nach Mitte gleich schon los. Ja, aber vielleicht jetzt wirklich mal dann A wieder ausschließen. Also immer da, wo vielleicht gerade angespielt wurde, mal versuchen, ein bisschen aggressiver zu gehen. Weil bis auf die Pistol-Round und die Folgerunde hat MyTech noch nicht zweimal hintereinander einen Spot attacked. So, da kommt die Drone. Oh, die darf zweimal was machen. Das ist eigentlich zu viel. Jetzt geht's Richtung B und B haben wir zwar Epochs. Der hat vorher ganz gut umgedrückt, aber der ist ganz weit weg, um irgendwie Einfluss drauf zu nehmen. Oh, was ein mieser Cage. Schöner Cage und mieser Cage. Also sehr, 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 sehr gut aufgepasst da. Vom MyTech Cypher. Ja, der Retake, der sieht erfolgreich aus schon jetzt. Na, mal Kuba und. Oh, hat er verschossen? Jetzt liegt's hier an mir. Oh, und die Flash, die tut weh. Epox macht das Finish. Gut zusammengespielt. Also jetzt gerade so dieses One-on-Two mit der Flash von der Breach in die Ecke und dann den zusammen praktisch anzugreifen, das war gut zusammengespielt. Guter Retake. Vielleicht jetzt dann doch ein bisschen im Spiel drin. Manchmal ist es ja auch ganz einfach erklärt und man ist einfach noch nicht so richtig drin, setzt seine Shots nicht, hat ein schlechtes Timing und ein, zwei Runden können das manchmal schon komplett ändern. Weil wer kennt das nicht, der schon mal schlecht ein Spiel gestartet ist, richtig schlecht. Und dann machst du eine gute Runde und zack, funktioniert's wieder. Aber hier, das finde ich gut. Es kommt die Flash, er ist blind, lang zieht rum, Close Position ist auch direkt mit rumgezogen. Absolut, ja. So, Mittekontrolle. 5 Mann. Kein Entkommen! Die Sova-Ulti, Janis. Ja, da ist der Treffer und eigentlich auch der Kill danach. Ja, so ist es. Ich sag nix. Geht sie wieder? Ja, ist wieder schlimm. Er spielt seit gut. Also ich finde, er spielt wirklich eine gute Sova. Das ist nicht einfach, einen guten Sova zu spielen. Boah, Galax muss da ganz schnell weg. Schön Raum erspielt, auf jeden Fall, auf die Art und Weise. Billy steht da defensiv, zielt Heaven ab. Kommt aber nichts entgegengelaufen. Darf sie mit einer guten Position. Also sie halten hier einfach die Verteidiger-Posi. Position allerdings jetzt aufgedeckt. Billy kann im Moment auch noch keinen Frag setzen. Sie sind da noch nicht durchgebrochen an A. Also noch... Noch herrscht Entscheidungsspielraum und Epox wartet da. Frag Nummer 1. Und er versucht durchzuziehen, schafft das aber nicht. Jetzt liegt's an Billy. 1. Ja, den muss er jetzt durchlassen. Gutes Positioning von Duffy wieder über die Base. Also das ist so ein bisschen der Weak Point gerade beim B-Einnehmen, habe ich das Gefühl. In der Runde davor auch schon Probleme gehabt. Ja, sie müssen legen. Die Kiste jetzt nicht mehr bangbar und Duffy macht da die Frags. Holt die Runde für die Playing Ducks 7-5. Am Ende des Tages also gar nicht so schlecht, die erste Halbzeit. Nee, definitiv nicht. 7-5 ist in Ordnung, gerade wenn man überlegt, wie sie reingestartet sind. Die B-Retakes haben gut geklappt in 2-3 Runden jetzt. Man muss da eben auch einfach zugestehen, die First Round ging hier an MyTech. Wenn Playing Ducks jetzt hier die erste Runde holt, dann wird das, denke ich, ein spannendes Ding. Ich finde, das ist auch so, also gerade deswegen, weil es noch im R12 ist, ich weiß nicht, ob es immer so bleiben wird, war bei CS ja in der Anfangszeit auch so. Da ist die First Round einfach noch so dermaßen wichtig. Und wenn dann ein Team beide holen kann, dann entscheidet das in der Regel schon fast das ganze Spiel. Es sieht komplett nach einem B-Aufbau aus bei den Playing Ducks. Ja, B-Lobby eingenommen, zwei, die so ein bisschen nach hinten gucken.
Cypher Play ebenfalls an B von MyTech. Und guck mal, komplett nur auf Contact mit einer Cypher Cam, die den Spot und einem wunderschönen Cage, der ist hochgelegt. Da kann er nämlich noch drunter gucken und die Füße sehen. Die anderen halt nicht. Nee, die sind aufgeschmissen. Wird ja auch heiß diskutiert, ob so Smokes oder so Cages machbar sein sollten. Ja, auf jeden Fall. Unglaublich wichtig. Das finde ich, ist einfach Knowledge über das Game. Das sind so Positionen, das sind wie Smokes, die du lernst. Das ist schon ja, okay, finde ich. Ich finde es auch, aber es ist halt trotzdem, also du hast halt kein Counterplay, zumindest noch nicht gefühlt. Ist aber der Frag, der Double Frag in der Mitte. Boah, jetzt wird es schwierig, da im Leitergang hochzugehen. Auch nochmal eine schöne Kamera. Das ist sehr schön gespielt. Ja, und die Runde geht auf jeden Fall an Mio mit seinem fantastischen Cage zu Beginn der Runde, beziehungsweise für den ersten Go hat das sehr schön geblockt und dann die letzten zwei Frags in dieser Runde auch noch auf sein Konto. Genau so. Ja, die Frage ist, sollten so Cages halt bestehen bleiben, ne? Also was ich gerade eben gesagt habe, ich weiß nicht, ob man da wirklich ein Counterplay für haben kann. Du könntest natürlich selbst sagen, dass du vielleicht unten irgendwie eine Smoke hinsetzt oder sowas. Jetzt, wo der Cage auch nicht mehr slowt. Oh, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Kann ich mich auch noch nicht so zu 100% entscheiden, ob das so sein sollte. Aber ich wollte gerade sagen, Sarah aus der Täter wollte uns nochmal einen Fixpunkt zeigen. So, da wartet Kuba. Ja, wunderschön, zusammen mit Shu, da sind sie sogar zu dritt am Start, machen da die Frags gemeinsam. 9-5. Das war einfach. Ja, ein schöner Stun, einmal gut getimed. 9-5, also auch hier wieder gut reingestartet, MyTech. Für Plain Ducks wird das halt schwer. Also die Buy-Round jetzt auch nicht holen. Jetzt würde ich die erste richtige Buy-Round. Dann ist das halt super, super weit weg, die erste Map. Obwohl sie ja nochmal ein gutes Comeback gestartet haben. Und Yannis mit einem. Entweder wird es. Ist das ein Schockpfeil? Nee, das ist der Recon. Ich habe nichts gesagt. Jetzt kommt ein Schock. Spot ist zumindest schon mal aufgeräumt. Mal gucken, was Shooter jetzt noch macht. Ja, Nummer 2, ganz stark mit dem Burst. Molly. Ultimate. Der Retake sieht gut aus. 3 Frags für Shu, aber erstmal von Elbora zurückgehalten. Mal schauen, ob sie mit der Info was anfangen können. Die Shu hier ein bisschen holen konnte. Sie sind in der linken Ecke da. Zu zweit. Und darf sie mit dem Frag gegen Kuba. Sehr schön von Darf sie. Ja, definitiv. Ganz wichtig, dass er da den Frag nimmt. Gegen Kuba auch die Ultimate behalten für die nächste Runde. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Play von Shu da aus der Base funktioniert, dass die Runde dann nochmal ein bisschen anders aussieht. Ich habe nochmal diesen. Vielleicht, ich weiß es immer noch nicht. Vielleicht kann uns da ja auch wieder jemand nochmal helfen. Dieser C-Move, dieser C-Stun von der Breach, ich weiß gar nicht, wie er heißt, durch die Wall. Damit hat er, glaube ich, Shu rausgenommen. Zeitgleich mit der Ulti, die da von der Brimstone in der Base gezündet wurde. Ist eine gute Kombo gewesen. Vielleicht auch ein bisschen glücklich. Und wenn Shu da eher defensiv geht statt offensiv. Ja, das mit dem Shield-Recon. Der zeigt natürlich super viel an, du hast es gerade selber gesehen. Und der Shock Arrow, die tun beide weh. Die tun beide weh, da macht auch gut Damage. Ich bleib mal auf Yannis drauf. Wäre ich doch auf Kuba gegangen. Nun denn, Billy ist durch als einziger in Heaven. Ja, Yannis hat es natürlich gut genutzt. Die Info, die er hatte, in Shock Arrows umgewandelt, so gesehen. Seine Mates konnten währenddessen Damage machen. Billy macht dafür jetzt noch den Headshot gegen Shu. Ist gecallt. 47 HP. Unwahrscheinlich, dass er die Runde noch in irgendeiner Form machen kann. 50 Sekunden. Das müsste MyTech schon thrown, wenn die Playing Ducks diese Runde noch holen wollten.
Ja, gerade mit der Hälfte an HP. Vielleicht, wenn er da noch einen Pick setzen kann. Ich meine, sie machen es halt auch gut, ne? Sie bleiben close zusammen am Spot. Dann hat man noch so ein bisschen die Deckung in der City Base, dass von da auch nichts kommen kann. Also, ich kann ja nur Upper oder von der Base kommen. Dementsprechend machen sie es gut. Die bleiben sehr close, da Refrag am Spot. Wieder Kuba. Gut gespielt letztendlich. Ich finde das auch fantastisch, die Diskussion über die Cages, ne, im Chat. Ich versuche das so ein bisschen mitzuverfolgen. Odix Live sagt da zum Beispiel, sowas hat im E-Sport nichts verloren. Die Cages kannst du nicht kontern, beziehungsweise eine Seite kann komplett durchgucken und die andere Seite null. Ja, darauf sagt Lamy aber, also dasselbe Prinzip einer One-Way-Smoke von CS. Und Sudi ergänzt auch noch, nö, wenn du hinten Garage stehst, kannst du genauso durchgucken. Nur, hat nur was mit dem Winkel zu tun. Damit wäre, aber wenn das wirklich so ist, das weiß ich jetzt nicht, da vertraue ich jetzt einfach mal dem guten Sudi, dann ist die Diskussion ja aber auch hinfällig. Ja, und du kannst es ja genauso nutzen, ne? Also es ist ja nicht nur, dass es eine Seite nutzen kann, also im Endeffekt müssen beide ein Counterplay drauf finden, wenn du es nutzt. Ganz einfach. Oder es halt so spielen, dass du sie halt früh ziehst, den Käfig. Oh, schön gemacht! Die Info nochmal genutzt, da kannst du die Flash dann durch und dann ist Mio einfach offensiv gegangen, macht den Frag, nimmt jetzt auch noch den Spike raus, muss dann gehuntet werden regelrecht. Ja, das ist sehr gut gespielt. 11-6, viele Ultimates vorhanden jetzt bei den Playing Ducks, die sie auch durchaus mal nutzen sollten. Aber ich glaube, da haben sie gerade schon so ein Counterplay versucht, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, weil die, also Playing Ducks hat jetzt aggro gesmoked, so an diese Standardpose, wo man halt steht, wenn der Cage da oben ist, hinten am Holz, haben sie aggro gesmoked, ich glaube sogar zweimal, ich bin mir nicht sicher, mit den Brimstone Smokes und haben dann versucht, durch die Säule zu flashen, um auf den Spot zu gehen. Also ich glaube, sie haben den hinten rausgesmoked, einfach damit der halt nicht diesen Cage-Vorteil hat und wollten ihn dann halt einzeln auf dem B-Spot rausnehmen. Also es war zumindest jetzt mal der Versuch von einem Counterplay. War an sich gut gedacht. Aber wenn da der erste Frag-Guide auf Seiten von der Cypher ist, durch die Smoke, dann ist es halt auch wieder so ein bisschen Glückssache in dem Moment. Aber an sich, das Counterplay in der Situation war ordentlich durchdacht. Ja, vor A alles aufgebaut. Mytek wartet da geduldig. Janis mit dem nächsten Arrow am Shield und dann wird er 2, 3, 4 aufdecken. Es sei denn, sie schaffen ihn rechtzeitig abzuschießen. Er wartet jetzt sogar noch, ne? Und jetzt lässt er den Arrow sogar sein. Frühes Eis. Aber es ist zu tief eigentlich schon fast, das Eis. Kommt Felix nochmal? Nein, macht er nicht. Felix, mach weiter. Und Kuba war dann auch schon da zur Hilfe. 12-6. Das ist deftig. Das ist sehr deftig. Aber gerade nicht so überraschend. Also ich, ohne jetzt da irgendwie die Leistung schmälern oder jemanden irgendwie ans Bein pinkeln zu wollen, aber die spielen schon wirklich gut, MyTech. Und die spielen auch gut zusammen. Und die kommunizieren auch gut. Und auch, dass man oben, es kommt die Smoke, das fand ich gerade auch zum Beispiel gut zu sehen. Es wird upper abgesmoked und statt da irgendwie oben auf der Strebe stehen zu bleiben oder unbedingt den Frag zu erzwingen, der Defender halt sofort zurück ins Window, um da die Kontrolle zu behalten und das Zusammenhalt zu halten. Keine irgendwelche einzelnen Ego-Moves. Gefällt mir sehr gut, was MyTech hier spielt. Für euch kurz zur Erklärung, im Overlay, wir passen immer das Team, die Teamnamen so an, dass der Score auf jeden Fall passt. Die Icon-Bilder sind dann eben die falschen, so gesehen. Auf der rechten Seite seht ihr die Icon-Bilder von MyTech, auf der linken Seite die Icon-Bilder von Playing Ducks. Aber die Namen sind scorebezogen auf der richtigen Seite, damit ihr das auf jeden Fall richtig erkennen könnt. Den Rest soll und darf bitte Riot fixen. Die dürfen ja auch mal was machen, oder? Alles müssen wir machen. Wenn die nicht so viele Cypher-Bugcams eingebaut hätten, dann könnten sie sich auch mal ums Overlay kümmern. Richtig, und immer dieses blöde Anti-Cheat. Mach doch mal ein vernünftiges Caster-Overlay. Ja. So. Genau. Warte. Haben wir noch die Turnierlizenz? Sind wir weg? Schade, Stream ist offline. Wir sehen uns dann zum nächsten Spiel, was rauskommt. Hoffentlich nicht von Riot. Es geht Richtung B. Schuh steht da richtig gut. Stand da richtig gut.
Und auch Mio direkt rausgenommen. Darf sie also im Alleingang mit den Frags. Jetzt kommt Yannis nach, aber darf sie hier richtig im Wild Mode. Zwei Frags geholt, will er Nummer 3 haben, kriegt er auch, dann bleiben wir jetzt auch auf ihm. Komm, mach die anderen beiden auch noch. Lass ihn vor. Lass ihn davor. Los jetzt. Ne, darf sie jetzt mal gekontert, aber Elbora ist da. Jetzt haben wir nur noch einen Spieler auf Seiten von MyTech und das ist Kuba, 12-6. Kann er probieren. Frag Nummer 1, auf geht's. Wenn ich bei dem Spielstand war, sonst. Ja, absolut. Kriegt er einen fiesen Hit. Da hat er ihn gesehen. Unter ihm. Ja, hat er gesehen. Oh, das Knife! Oh! Das Knife ist in diesem Spiel so useless. Das ist wahr. Das ich glaube, so von oben funktioniert es gar nicht. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, es kommt nicht mal ran, weil die Range einfach zu niedrig ist, dass man rankommt in Ducken. Da gab's von oben sind alles Aluhutträger. Sehr schön. So ist es. Ist nur gut zum Eisschnitzen. Aber auch nur von der Seite. Geht auch nicht von oben. Tja. Hier ist es halt wirklich nur das Brotmesser. Mini-Comeback-Chancen. 5 Matchbälle. Das ist nicht unmachbar, wenn du da vielleicht gut und früh ins Spiel findest. Die Gegner mal in eine Sparrunde zwingst oder in so ein Mini-Buy. Kann schon. Zu meiner persönlichen Verteidigung übrigens, ne? Das ist übrigens auch verbuggt für den Observer, ne? Von 1 bis 0. Das ist auch immer ein bisschen Gamble, dass ich den richtigen erwische. Spreche ich aus Erfahrung. Also gemein. Alles, was mit Observer-Sachen zu tun hat in dem Spiel, ist noch nicht so auf 100%. Genau, ich mach das nämlich gar nicht schlecht. Das ist nur echt schwierig. Das ist, also ich nehme dich gerne in Schutz. Nein, das ist schon in okay. In aller Caster-Ehre, es ist wirklich nicht einfach in Valorant. Ich stehe da drüber, ich habe schon schlimmere Beleidigungen bekommen. Ja, du, frag mal mich. Ja, als Caster lebt man gefährlich. Ja. So, erster Frag von der Operator. Hier an A. Ein einsamer, trauriger Spieler war da unterwegs. Sieht so aus, als würde die Sage auf den Revive gehen. Kann das sein? Die ja, das ist Sage gut denkbar. Wird dann aber stören. Ich habe nur das Gefühl, dass wir in der Mitte gleich was verpassen, wenn ich da jetzt rübergehe. Ja, alles gut. Der Revive ist auch abgebrochen. Nö, mach ich lieber. Warte, ich hol dich. Ich hol dich doch nicht. Ich hol dich. Lass sie liegen. Lass sie verrecken. Ja, genau. Okay. Aber Mitte, gute Kontrolle auf jeden Fall jetzt bei. Ja, Kuba gerade geschoben und jetzt letztendlich wäre in der Mitte doch gut gebraucht worden. Mal schauen, was Mio jetzt hier machen kann. Also ein, zwei Runden ging auf jeden Fall auf sein Konto, im positiven Sinne. Boah. Und er macht sogar noch den Frag hier. Und letztendlich geht diese Runde an MyTech 13-7. Somit sichern sie sich Map Nummer 1. Herzlichen Glühstrom.